Weißt du, als die Flying Scotsmen sagten, habe ich erwartet, dass sie Alex aus einer Kanone schießen. Das hier muss wohl reichen. Kira, wie eh und je charmant. Nicht. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Ja, wir machen die zweite Schaurennveranstaltung, die Flying Scotsman Schaurennen. Und ich würde sagen, wir beginnen. Wir sind unterwegs, wie ich es richtig gesehen habe, mit einem Aerial Nomad. Aber zur Kontrolle schauen wir nochmal. Und da steht es auch, Aerial Nomad gegen den Lunar Liner wahrscheinlich. 4472 Flying Scotsman. Sehr schön, wir starten das Ganze. Get ready! Woo! Alles klar, sehr geil. Da sitzt bestimmt Harry Potter drin, der gerade auf dem Weg zur Hogwarts ist. Oder auf dem Weg zurück, ich weiß es nicht. Nach Hause. Oh, komm durch den Tiefschnee hier. Komm, komm, komm. In den Tunnel rein. Das ist natürlich geil. Das ist ja geil. Uiuiui. Ja, bis jetzt gefallen mir die Schaurennen ganz gut. Boah, guck mal, was für ein Tempo der jetzt da hinlegt auf einmal. Im Tunnel ist er noch ganz gechillt gefahren und jetzt drückt da aber, macht er einen auf ICE hier. Eis, Eis, Baby. Ja, ICE kann man auch Eis lesen, deswegen. Schlechter Wortwitz, ich weiß. Aber der Aerial Nomad fährt sich echt richtig gut, muss ich sagen, hier. Mit der leicht vereisten Spielwelt. Und das Tolle bei Schaurennen ist ja, man bekommt das Fahrzeug, was man da gerade eben gefahren ist, geschenkt. Das heißt, der Nomad gehört danach uns. Und ja, ich sollte mir dran gewöhnen, dass ich nicht mehr den Unimog gerade fahre. Wir können nicht einfach durch die Mauern fahren und denken, es passiert nichts. Ja, man wird auch schön ausgebremst, wenn man ein bisschen in den höheren Schnee reinfährt. So, jetzt springen wir natürlich über den Zug. Das darf nicht fehlen. Hui! Voll durch den Rauch da gefahren. Ganz viel Hirsche und Rehe und so weiter. Komm, komm, komm. Es sind noch ein paar Meter zu gehen. Da vorne kommt. Oh, jetzt müssen wir über die Brücke da fahren, oder wie? Bisschen Umweg, finde ich, aber okay. Dann wäre ja gleich auf der rechten Seite bleiben können. Oh, scheiße. Die Reifen kann man nicht kaputt fahren. Wir sind hier nicht in Forza Motorsport. Wir bleiben mal ein bisschen auf dem Asphaltierten. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schneller. Komm, komm, komm. Da rüber. Da sind wir in Edinburgh. Ich sag mal zum Edinburgh. So, Edge. Oh Gott, komm, da rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist das Ziel und ich bin scheiße langsam. Komm. Hui, da unten ist er. Oh, ja, er schiebt mich ins Ziel, ja, schiebt mich ins Ziel. Gut, danke. Juhu! Abgeschlossen. Ja, geht doch schon mal gut los, die Folge. Schön actionreich. So viel zum Flying Scotsman. Wir sollten wohl eine Horizon-Direktverbindung einrichten. Ich weiß nur, dass ich zuerst dich anrufe, wenn ich nächstes Mal ein Meeting in Edinburgh habe. Ah, oh, Kira. Sie ist genauso wie in Horizon 3. Ein Charmanzbolzen. Oh. Ja, aber ich muss auch sagen, ehrlicherweise, ich habe euch ja auch ein bisschen hängen lassen in der letzten Ausgabe, ne? So ein fieser Cliffhanger, aber ihr habt ja nicht so lange warten müssen, immerhin, ne? Ist doch auch nicht schlecht. So, und in der Dirt-Serie sind wir aufgestiegen und auf Stufe 12 sind wir ausgestiegen, sehr schön. Ich habe zwar keinen anderen Zug herumliegen, aber dafür einige Veranstaltungen im Frühling, die dich interessieren könnten. Qualifizier dich einfach, okay? Okay. So, was gibt's denn Schönes? Haben wir vielleicht cool, was Cooles? Ja, okay. Eine rote Bikerhose, okay.
Ich habe da bessere Preise gesehen. Aber man kann nicht immer alles haben, ja? Damit muss man halt leider klarkommen. Diese Leistung ist ein Ticket für die nächste Runde. Kira hat mich beauftragt, den nächsten Champion für unsere Dirt-Serie zu finden. Was ich von dir so gesehen habe, hat mich mächtig beeindruckt. Wenn du dich weiterhin so qualifizierst, kannst du dir den Titel ratzfatz verdienen. So, da wir jetzt in Frühling kommen müssen und ich gerne ein bisschen in der Straßenrennszene und vor allem auch in der Straßenrennserie und das heißt Straßenszene. Toll. Also, in den beiden Straßenveranstaltungen nach vorne kommen möchte, gehen wir mal zurück in unser Festival und... Was ist jetzt passiert? Gefällt dir Forza Horizon 4? Ja, aber ich möchte jetzt nicht raustappen und das irgendwie bewerten. Machen wir mal abbrechen. Wow. Ja, möchte ich zurück zum Festival und da kaufen wir uns ein Fahrzeug für den Winter. Ein Wintermobil sozusagen, was auf den Straßen super klarkommt. Und ich glaube, unter den Upgrade-Helden finden wir doch garantiert irgendwas Cooles. Und ja, es gibt ein RS6 Avant. Und es gibt einen R8. Und ganz ehrlich, ich finde beide geil. Ich würde beide nehmen. Denn ich glaube, beide sind sehr, sehr cool für sowas. Aber mal ganz ehrlich, ein RS6 Avant. Warum nicht? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Gibt es da auch so eine Art Winterkit oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Weil ich weiß, was es beim R8 gibt. Hat man ja auch gesehen. Wir nehmen den R8, aber versprochen, der R6 wird sehr, 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 sehr bald auch drankommen hier im Spiel. Garantiert. Wir nehmen jetzt aber den hier, kostet uns auch genug Geld. Ja, respektiert es mal, dass ich hier mein ganzes Geld ausgebe. Ja, nee, wir nehmen den R8, den 5,2 FSI Quattro. Dip. Und wir nehmen den in einem schönen Blau. Oh, das Blau sieht... Wow, das sieht ja schick aus. Das ist so ein Mattblau. Also, Orange finde ich zwar auch cool, aber... Blau? Oh. Rrr. Nehmen wir. So, 92.000 Credits. Weg damit. Aber cool, dass man beim R6 und beim R7 tatsächlich irgendwas Bodykit-mäßiges dran klatschen kann. Da freue ich mich schon drauf. Aber was wir hier machen können, da freue ich mich auch drauf. So, und zwar, wir gehen jetzt hier schnell zu Upgrades. Es gibt sogar zwei Bodykit-Voreinstellungen. Es gibt einmal einen Liberty Walk Breitbau, okay. Und es gibt natürlich eine Thule Dachbox. Und das wird auf dem Heckflügel montiert. Wie geil ist das denn, bitte? Und genau deswegen wollte ich das jetzt nehmen. Ja, wir wollen ja hier bereit sein für den Urlaub, immer die Skier mitnehmen. Dass wir alles mit am Start haben, selbstverständlich. Ja, das wählen wir. Leistungstechnisch wird leider nichts gemacht, aber wir kaufen es uns jetzt trotzdem schon mal. Und dann werden wir an der Leistung natürlich auch ein bisschen jetzt was dran schrauben. Das ist doch klar. So, individuelles Upgrade. Gucken wir gerade mal, was könnten wir denn da noch machen? Ich glaube... Okay, dann ist die Dachbox weg. Aber kann man auch den Heckflügel auch ohne machen? Ja, aber guck dir mal den. Das ist halt schon ein bisschen Porno-Heckflügel, so hoch wie er dann steht. Aber mit der Dachbox ergibt es ja auch voll Sinn. Guck mal, die riesen Antennen da hinten auch noch raus. Also wenn das kein Schneemobil ist, weiß ich auch nicht. Wir lassen aber die Reifen trotzdem. Also wir machen jetzt nicht die Winterreifen drauf. Ich würde schon ganz gern hier bei den Rennreifen bleiben. Klar, das würde schon irgendwie Sinn machen mit denen hier. Aber nee, wir bleiben mal bei dem, mal gucken, wie die so reagieren, auch die Felgen und so. Das lassen wir jetzt einfach alles mal, wie es vorangestellt ist. Wir machen jetzt nur ein bisschen was an der Leistungsschiene, noch ein bisschen. Getriebe und Diff und eben hier so ein paar Einstellungen noch, damit wir das jetzt trifft. Genau, nee, trifft wollen wir nicht. Wir machen Rennen, Fahrwerk, zack, zack, zack. Und Gewichtsreduzierung vielleicht ein bisschen noch. Ja, ein bisschen, ja. Und dann machen wir an der Leistung noch etwas. So auf LI-technisch 900 hochgehen vielleicht. Nockenwelle. Machen wir Nockenwelle oder machen wir Hubraum? Hubraum müssen wir, glaube ich, 5,7 Liter draus machen. Und dann hier haben wir hier noch ein bisschen... Ah, ich will jetzt da kein Experiment draus machen, aber ich würde schon ganz gern... Ah, jetzt kommen wir auf 901, das ist ja...
Dann nehmen wir halt das hier, die Schwungscheibe noch. Wunderbar. Und dann bauen wir das doch mal so ein. Ja, da haben wir wieder gut Geld ausgegeben. Mache ich aber sehr, sehr gerne. Und das Blau ist echt verschickt. Verschickt geil. Wobei so ein Lila würde dem auch richtig gut stehen, würde ich behaupten. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt unser Fahrzeug aufgebaut. Wie geil ist das denn wieder? Ja, der Urlaub kann kommen. Der Winterurlaub. Geil. Ja gut, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Veranstaltung. Die ist ja gerade hier um die Ecke. Perfekt, dann fahren wir doch da mal hin. Ja, und das ist ja das Coole, was sie gesagt haben. Wir brauchen keine Winterreifen in dem Sinne. Wobei die Winterreifen, ich würde sie eher als Eis-Spike-Reifen nennen. Also du kannst jetzt hier auf diesen Strecken genauso gut mit diesen Rennreifen fahren oder mit diesen Reifen allgemein fahren. Das war ja auch das, was ich ja mit den Entwicklern besprochen habe. Das heißt, wir werden auch im Winter sehr viel Spaß mit Hypercars und so weiter haben. Das ist gar kein Problem. Klar, Grip ist weniger da wie im Sommer, aber es ist trotzdem kein Problem. Du musst nicht irgendwelche speziellen Reifen draufziehen. Das sind sozusagen Allwetterreifen oder Alljahreszeitenreifen. Also von dem her alles cool. Wir wählen das Ganze aus. Solo und Modern Supercars müsste passen. Winter, tralalala, machen wir. Und wählen unser geiles neues Schneemobil aus. Ich find's mega geil. Ja, es gab ja schon für den Königsegg Agera so eine coole Dachbox in Horizon 3. Aber natürlich jetzt hier auf dem E8. Ich feiere das total. Ja, Rennveranstaltung starten und dann gucken wir doch mal, wie wir hier so klarkommen gegen die Konkurrenz. Wenn's hart auf hart kommt, packen wir die Skier aus. Oh, in der Nacht sieht es einfach so unfassbar verschämt gut aus. Was schon mal sehr positiv anzumerken ist, das Ding untersteuert gar nicht so krass. Ja, in den vergangenen Teilen war es immer so, die E8s haben immer so extrem untersteuert. Aber in dem Teil nicht. Was ich schon mal sehr gut finde. Und das ist ja auch schon mal wichtig bei diesem engen Kurs hier. Vier Runden dürfen wir auch fahren. Das ist auch ein relativ kurzer Kurs. Hier am Festivalgelände. Hier kann man schneller durch. Ja, wir haben halt jetzt zwei. Hat es gezählt? Na, natürlich nicht. Verdammt. Schnell zurückspulen. Der Checkpoint ein bisschen blöd gesetzt. Der kann ruhig ein bisschen breiter sein. Ja, zwei Huracan vor uns. Ich glaube, den kriegen wir auch geschenkt, wenn wir das nächste Level-Up in der Straßenrennszene hier haben. Oder in der Straßen... weiß ich was. Das, was wir halt gerade fahren. Nicht das Illegale, das Legale. So. Ah, ich fahre schon wieder jetzt so langsam durch. Da kann man nämlich bestimmt nahezu Vollgas durchprügeln und ich bremse da jedes Mal so unnötig an. Halt, wenn man die Strecken noch nicht kennt, dann weiß man die Tücken einiger Stellen noch nicht so richtig. So, letzte Runde. Diesmal fahre ich voll durch. Sehr gut. Ist aber echt krass, wie gut das Fahrzeug sich fährt. Also müsste ich jetzt Feintuning-technisch gar nichts anpassen oder so. Finde ich sehr gut. Gut, ich denke, durch das Breitbau-Kit werden wir auch richtig schön breite Reifen drauf haben. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, und halt die Thule Dachbox. Die gibt halt richtig gut Anpressdruck. Juhu! Und wir gewinnen! Sehr schön! Sieht so geil aus. Ich feiere das absolut. Sehr schön. Bäm. Didim. 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 Nice. Und da gibt es auch ein bisschen Einfluss.
Ja, und da ja, haben wir unser Hurrikan schon. Was ja auch eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge ist. Deswegen sehr, sehr schön, dass wir den bekommen. Und ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich würde schon ganz gern in der heutigen Folge noch... Super, du bist in Runde 4 dabei. Es wurden neue Straßenrennveranstaltungen zu deinem Kalender hinzugefügt. Jetzt wird der Wettbewerb langsam heftig. Viel Erfolg. Ja, ich würde nämlich ganz gerne den Frühling tatsächlich noch in der Folge freischalten. Jetzt bin ich gerade mal noch kurz am Überlegen. Lass mal kurz hier hochfahren, das Straßenrennen machen und danach noch vielleicht die Scheune, den Scheunfund auch mal noch erledigen. So, gehen wir mal auch vielleicht in die Cockpitsicht. Ja, keine Sorge, es gibt natürlich auch den aktuellen R8. Aber der hat halt eben nicht diese geile Dachbox. Ja, und der Quattro hilft natürlich auch ein bisschen auf den eisigen Straßen unterwegs zu sein. Aber ihr seht, das ist eigentlich ohne Probleme, kann man hier durchfahren. Und das finde ich sehr cool. Und das reduziert auf jeden Fall den Frustfaktor, sag ich mal. Schon wieder Winter, jetzt kann ich kein Hypercar oder Supercar oder was ich was fahren. Das finde ich schon ganz gut. So, also, nächstes Straßenrennen. Also jetzt gehen wir wieder zu den Illegalen hier. Da werden wir jetzt wieder mit den geilsten Checkpoints der Welt zugebombardiert, aber ja, sind wir mal gespannt. Der Went Valley Sprint. Alles klar, auf geht's. Die Nacht sieht halt aber auch geil aus in dem Spiel. Durch den Schattenwurf, den man jetzt halt hat und so. Ah, ist schon geil. Kleiner Fahrfehler meinerseits, sorry. Ah, ich glaube, wenn du so ein bisschen mal neben die Strecke kommst, dann wird's heftig im Winter. Habe ich gerade schon so ein bisschen gemerkt, als ich jetzt ein bisschen den Rand gestriffen habe. Boah, das ist Fahrzeug gerade ausgehebelt ein bisschen. Glück gehabt. Wir gehen aber ganz schön Tempo da vorne. Lecco mio. Bremsen sind richtig geil. Packt richtig gutes Ding. Und EB110 neben uns. Wie hammercool ist das bitte? Der einzige italienische Bugatti. Ja, Bugatti war mal kurze Zeit italienisch. Und da ist der EB110 entstanden. Boah, die geben ja mega Tempo, ey. Kommen wir gar nicht mit. Das Straßenrennen bleiben wie eh und je super, super schwierig. Nein, wieso nehme ich die Mauer mit? Das bremst doch nur aus. Da habe ich jetzt natürlich wieder mega den Anschluss verloren. Ja, und jetzt verfahre ich mich und nochmal ein bisschen Mauer mitnehmen und ich verliere den Platz. Verdammt! Ja, die Straßenrennen, die sind echt super schwer. Waren sie schon im dritten Teil. Da musste einfach ein richtiges, gutes Fahrzeug haben. Ja, vierter Platz leider nur. Sei's drum. Trotzdem gut Geld. Und auch ein bisschen Einfluss. Aber ich brauche mehr Einfluss. Können ja vielleicht aufs Auto noch mal ein bisschen pushen. Und es gibt eine R34, wenn man hier aufsteigen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ein Super Wheelspin. Dann gucken wir doch mal. Ja, warum nicht? Nehme ich mit. So, und jetzt gehen wir ganz kurz doch mal ins Feintuning rein. Ja, habe ich mitgekriegt. Und zwar die Dämpfer vorne gefallen mir nicht.
Müssen wir ganz kurz mal bisschen härter machen. Die Federn vorne auch ein Ticken härter. Und das Fahrzeug vielleicht vorne auch ein bisschen höher legen. So. Zack. Und jetzt aber mal ganz fix wollen wir natürlich das Scheunenfund noch machen. Aber das ist, glaube ich, Offroad. Ja, dann machen wir das doch vielleicht ein andermal. Scheunenfund. Oder vielleicht, ich weiß auch nicht, wo der ist. Sieht man den direkt? Der könnte halt jetzt überall sein. Ich möchte jetzt lieber den Frühling freischalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht den Scheunenfund machen. Deswegen fahren wir gleich mal hier rüber, nehmen noch die Schnellreisetafel mit und lassen wir ein bisschen Action hier machen, ein bisschen Progress machen. Hier ist ein bisschen mehr Schnee auf den Straßen, das merkt man dann auch direkt. Komm, dreh dich. Juhu. Und ein Schneemann, den nehmen wir noch mit. Ja, hier merkt man schon, dass ein bisschen mehr Schnee jetzt liegt. Da der Straßendienst nicht so nachgekommen ist. Sehr gut. So, Solo. Und ja, nochmal Modern Supercars. Wählen wir aus. Und dann schauen wir doch mal. Vielleicht machen wir zum Ende hin. Machen wir den Scheunenfund der Folge. Jawohl, Rennen starten. Auf geht's. Alter. Ey, das macht mega Laune. Hätte nicht gedacht. Bisschen durch den Schnee leiten. Boah, jetzt geben die aber ganz schön Tempo da vorne. Ja, Topspeed-technisch ist die Konkurrenz ein bisschen stärker aufgestellt. Das haben wir auch gerade im Straßenrennen gemerkt. Aber wenn es so ein bisschen in die Kurven geht, da merkt man, dass wir, glaube ich, ziemlich breite Reifen draufgezogen haben. Und halt diese Rennreifen. Da rutschen wir aber wahnsinnig. Also im Heckantrieb stelle ich mir das zum Teil schon ein bisschen kritischer vor. So, hier war der Schneedienst zum Glück da. Ein kleiner Fahrfehler. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir den Driver-Tar von Lukas hier noch bekommen. Der, glaube ich, mit dem Gallardo unterwegs ist, wenn ich das richtig sehe. Sehr cool. Jetzt ist auch wieder Power gefragt und da sind wir leider. Haben wir leider ein kleines Defizit. Leider nur der zweite Platz. Aber deswegen spielen wir auch auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, dass die Spannung halt groß bleibt. Ja? Dass wir nicht einfach alles durch die Bank weggewinnen. Wäre ja auch irgendwie langweilig. Gibt ja trotzdem ganz gut Geld. Naja, ein bisschen mehr Leistung müssten wir am R8 haben. Dass wir da ein bisschen besser aufgestellt sind. So, was wir jetzt noch schnell machen, wir drehen nochmal ein paar Spins und machen vielleicht auch in den R8, hätte ich vorher machen sollen, mal noch ein paar Fähigkeiten rein.
Aber was sind das überhaupt? Dein Auto regt auch immer, egal wohin du fährst, alle sofort. Okay. Ist immer irgendwie dasselbe, ne? Aber so die ersten können wir ja mal machen hier immer. Die kosten ja auch nicht viel. So, sehr schön. Und dann machen wir noch mal ein paar Spins hier. Super Wheel Spins haben wir tatsächlich keine mehr. Alles klar, dann machen wir einfach mal ein paar normale Spins. Da haben wir noch mehr als genug übrig. Komm, das überspringen wir direkt. Gucken wir gleich, was wir kriegen. Okay, ne, ein FXXK, den will ich haben. Kriegen wir aber nicht. Okay. Ja, 130.000 nehme ich gerne mit. Ein Scirocco S, okay. Eine knallige Melone. So, lassen wir nochmal normal drehen. Ich glaube, irgendwie dieses Überspringen ist ein bisschen langweilig, oder? Ist die Spannung so weg. Aber dass wir einfach mal die Wheelspins so ein bisschen weggemacht haben. Vielleicht kriegen wir ja auch das ein oder andere coole Fahrzeug oder so. Und halt ein bisschen Credits, was uns natürlich auch hilft, das ein oder andere Fahrzeug dann aufzubauen. Wie zum Beispiel ein R6 Vollaufbau zum Beispiel oder so. Wäre ja eine coole Sache. Da war der Iron Knight und wir kriegen ihn nicht. Nein. Herrje. Ich wusste, es war eine blöde Idee, Spezialhupen als Lospreise einzusetzen. Na dann, rüste sie mal aus. Eine Kuhglocke, super. So, letzter Spin, komm, da muss ja jetzt nochmal was richtiges Knalliges kommen. Die Sea of Thieves ist die Sea of Thieves. Genau, scheiß drauf. Titelmusik, okay, das ist geil. Können wir die hier ausrüsten? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ist ja auch egal. Egal, wir machen jetzt aber, machen wir jetzt noch den Scheunenfund. Komm, wir machen jetzt den Scheunenfund, aber wo der jetzt ist, ist eine gute Frage. Wir fahren erstmal hier mitten ins Gebiet rein, würde ich sagen. Ist ja gerade um die Ecke. Jetzt haben wir doch einen Wheelspin wieder bekommen. Nee, den haben wir gerade schon weggedreht. So, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch am Ende der Folge. Und vielleicht reicht es ja, wenn wir den Scheunenfund hier uns gönnen, dass wir dann aufsteigen in den Frühling hinein. Wäre ja schon cool. Ansonsten habe ich eine coole Idee, was wir machen könnten. Weg da. Sorry. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das wollte ich aber so. Naja, okay, die Landung war nicht ganz perfekt. Landung muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Shit, jetzt habe ich zu wenig Power, um die Mauer kaputt zu fahren. So, jetzt aber. Jetzt sind wir leider auf Schotter unterwegs, aber... Ach, ein Quattro macht es nix. Gut, wir können jetzt natürlich die Drohne nehmen und gucken, ob wir irgendwo so ein Gebäude finden. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Zielpunkt und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit der Drohne so ein Scheunengebäude, wie auch immer, finden.
Ja, erinnert ihr euch? Da ist man am Intro entlang gefahren, als man gegen die Bikes gefahren ist. Oh, ich hätte ein bisschen Vollgas geben sollen, dann hätte ich vielleicht die Blitzer-Herausforderung geschafft. Ist aber auch egal. Wahnsinn, ja, wie du gerade an den ganzen Blitzern vorbeigerast bist. Also, Lust auf mehr? Ja, aber das war jetzt eigentlich nicht mein Ansinnen. Ich wollte in die Drohne rein. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Kira sagte, sie würde sie dir schicken. Hast du? Ja, eine Drohne. Die perfekte Art, das Festival zu erkunden. Und wenn du fertig bist, kann ich dann auch mal etwas damit spielen? Nein. Ich glaube, das ist nicht die Scheune. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Ich glaube eher, dass es da hinten im Wald versteckt ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, die letzte Scheune war auch gerade so im Kreis noch. Also die war relativ knapp noch drin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwo hier im Wald versteckt ist, die Scheune. Gucken wir mal. Hier ist jetzt erstmal nichts. Ist jetzt hier auch erstmal noch nichts. Oh, ja, schön gegen den Baum knallen mit der Drohne. Jetzt sind wir schon raus. Bisschen gucken auch. Nicht nur rumfliegen, sondern auch gucken. Da ist noch ein Schild. Ja, super, das könnte jetzt halt überall sein. Okay, das ist ein altes Gebäude, aber eine Scheune ist es nicht. Ja, manchmal findet man die sofort und manchmal halt auch nicht, ne? Ja, aber hier so am Hang kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das muss doch hier im Wald sein, oder? Würde sich ja super anbieten. Mal hier so mittendurch ein bisschen. Da hinten fährt auch einer rum, aber ich glaube, der ist jetzt nicht in dem lila Gebiet. Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wo ist die Scheune? Aua. Ah, ist hier immer gegen die den Knaller. Hier ist es nicht. Hier drüben vielleicht. Na, da endet eigentlich das Gebiet schon wieder. Das Gebiet geht nur bis hier hin. Es ist doch das Gebäude da unten, aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Und hier, die sind alle kaputt, die Gebäude. Das ist eine quasi verlassene Siedelung. Aber das da unten ist doch nicht die Scheune, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dann muss es aber hier sein. Dann muss es hier im Wald sein. Eine spannende Geschichte, nicht wahr? Bestimmt habe ich es echt schon übersehen. Bisschen vielleicht von außen nach innen gucken. Da ist wieder das kaputte Gebäude, das haben wir ja schon entdeckt. Ja, Winter ist vielleicht auch nicht so geil, weil ein bisschen alles so in weiß bedeckt ist und sich das vielleicht tarnt, ich weiß es ja nicht. Das Dickicht ist halt auch krass hier. Jetzt aber auch nichts, ne? Oder hier so unten am Hang oder so. Das wäre natürlich auch fies. Ich sehe jetzt da erstmal nichts gerade. Aua! Dass die Drohne die Bäume nicht kaputt fahren kann. Hier vielleicht auch nochmal. Wieder so am Rand, ne? Ich meine, möglich wäre es ja. Schaut aber nicht so aus. Hier waren wir doch schon. Huh. Habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher zum Ende der Folge vorgestellt. Muss ich schon dann doch ehrlich sagen. Aber ja, wen das nicht interessiert, der kann natürlich gerne auch schon abschalten. Jedenfalls vielen, vielen Dank fürs Einschalten für die Folge hier. Aber das gibt's doch nicht. Doch irgendwo sein. Die Scheune. Also ich fahre jetzt mal da runter zu dem einen Gebäude, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Scheune ist. Weil das so sieht eine Scheune aus, wie das, was wir gerade gesehen haben. So, wir nehmen den direkten Weg.
Ja. Entschuldigung. Hey! Ruhig dich. Wenn das jetzt die Scheune da unten ist, ne? Dann ist es mega lächerlich. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Scheune ist. Ne, ist sie nicht. War klar. Verdammt! Was machen wir denn jetzt? Leute, wo ist die Scheune? Wir gucken mal kurz auf die Weltkarte. Vielleicht sehen wir ja durch das Dickicht. Also oftmals hat man die Gebäude halt einfach schon einfach so gesehen, aber ich glaube einfach, bei dem Wald ist es fast unmöglich, das zu sehen. Verdammt. Nee, wir machen eine extra längere Zeit hier am Ende. Ich möchte diese Scheune finden. Da oben direkt. Kann man hier überhaupt hochfliegen so? Nee, geht nicht. Scheiße. Dumme Drohne, die kann, guck mal, die kann nicht höher wie so fliegen. Ist doch doof. Was bist denn du für eine Drohne, ey? So, jetzt aber hier hoch. So. Das Auto kann ja nicht groß sein, weil die Scheune ist es nämlich dann auch nicht. Hier ist ein Weg. Also am Weg direkt wird es ja eigentlich auch nicht sein. Der Wald ist fies. Der versteckt ganz schön gut. Was? Ich bin so blind. Wahrscheinlich habt ihr sie schon 10-mal gesehen. Ich bin schon 10-mal dran vorbeigeflogen. Hier ist keine Scheune. Verarschen mich doch. Ich habe einen Bug gefunden. Es gibt keine Scheune. Nee, das ist es nicht. Weil das ist, wie gesagt, da kann man ja reingucken. Das kann keine Scheune sein. Seht ihr hier eine Scheune, ey? Hier ist das Schild nochmal. Sind wir doch aber auch schon überall lang geflogen. Da ist sie! Oh nee, echt jetzt? Wird auch markiert, sehr schön. Oh, ja, ich wollte euch nur ein bisschen auch mitsuchen lassen. Ich habe sie natürlich sofort am Anfang gesehen. Nicht. So, ich bin mal gespannt. Jetzt muss aber auch noch ein knaller Fahrzeug drin sein. Richtig geiler Klassiker, hoffe ich doch jetzt, dass der drin ist. Jetzt bin ich enttäuscht. Geht's. Wir sind kurz davor, hier in den Frühling zu kommen. Also die Chancen stehen gut, dass es direkt echt in der nächsten Folge mit Frühling losgeht. Wenn wir jetzt für den Scheunenfund auch nochmal Einfluss bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir den bekommen, wenn wir es abholen oder nicht. Jetzt schauen wir aber mal. Ich bin gespannt. Sind wir die Ersten? Hey, besten Dank. Bin auf dem Weg. Alter. Nein. Oh Mann. Von so einer hatte ich als Kind ein Poster an der Wand. Oder noch immer, wenn Oma es nicht abgenommen hat. Eine Lotus Elise GT1. Nehmen wir sie mit. Wie geil ist das denn bitte? Die Kiste wird der Hammer, wenn sie fertig ist. Ich ruf dich an. Das ist ja mal der Hammer. Und da haben wir es auch geschafft. Der Frühling ist qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es zur Frühlingssaison geschafft. Treffen wir uns auf dem Festival und mein Team kümmert sich um dich. Ja, wunderbar. Jetzt muss ich eine Route festlegen. Okay, machen wir das halt. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und gute Unterhaltung in der nächsten Folge, die in ja, weniger als 2 Stunden hier auf dem Kanal erscheinen wird. Geht's dann in den Frühling. Ich freue mich drauf. Es wird wieder alles blühen und gedeihen. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was wir da erleben werden. Ich bin jetzt raus. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Bis dann. Ciao.